Ich kann es kaum erwarten, unsere neuen Gerichte zu sehen. Lass uns die Augen schließen und dann öffnen. Ha, dummes Mädchen, die ist reingefallen. Oh nein, bloß nicht das. Bloß kein Chili. Ich muss das noch schnell umtauschen. Bitte sag das niemanden. Lass uns endlich die Deckel öffnen. Okay. Wie schade. Du kriegst wohl eine Chili. Was hast du gesagt? Eine Chili? Das tut mir so leid, Betty. Was für eine Schande. Gut, dass ich Glück gehabt habe. Ich werde nämlich eine Schoko-Chili essen. Das ist voll unheimlich. Ich mag kein scharfes Zeug. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Moment mal. Das schmeckt ja viel besser, als ich gedacht habe. Oh, da ist sogar eine Schokofüllung drin. Da habe ich aber Glück gehabt. Das ist wirklich die beste Chili-Schote, die ich je gegessen habe. Die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Hä? Hast du etwa die gute Chili bekommen? Und ich hab die echte Schote mit Schokoladenüberzug. Ich brenne! Ach du meine Güte, Andy, warte. Ich muss dein Feuer löschen. Vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Das freut mich. Aber das ist noch nicht vorbei. Ich muss was Ernsthafteres benutzen. Hörst du dieses Geräusch? Was ist hier los? Oh, was für eine Erleichterung. Ja, diese kalte Dusche tut mir gerade richtig gut. Ich werde nie wieder Chilis essen. Nein, wir brauchen wirklich keinen Feuerlöscher mehr, nein. Na, ich muss das Feuer doch löschen. Der Feueralarm hat alles gelöscht. Du bist zu spät. Aber dafür brennst du nicht mehr. Kein Dank nötig. Jetzt will ich aber noch meine Chilischote aufessen. Meine Schoko-Chilischote. Ja, guten Appetit. Igitt. Es gibt neues Essen. Voll aufregend. Was ist es wohl? Oh wow, ein Handy. Das ist ja sogar besser, als ich erwartet habe. Und ich habe ein Schoko-Handy. Das muss ich mir genauer ansehen. Mal sehen, wo hier die Schokolade ist. Okay, ich kann gerne anfangen. Aber wie soll ich das machen? Aha, ich werde das Handy einfach in zwei falten. Und schon kann ich was abbeißen. Boah, ist das lecker. Ich liebe diese Schokolade, die ist so richtig schön süß. Genauso mag ich es. Also ist ja mein Handy gar nicht aus Schokolade. Ich will es gar nicht erst überprüfen. Das könnte böse enden. Wow, Betty, schau mal. Das sind ja Schokoriegel. Ich kann die mir so einfach besorgen. Das ist ja eine richtig gute Nachricht. Ich will gleich noch mehr. No. Kannst du mir auch was geben? Auf keinen Fall, das ist auch mein Handy. Oh, von dir habe ich echt nichts Besseres erwartet. Boah, so viele coole Dinge. Betty, schau mal, ich habe hier was für dich gefunden. Oh, wirklich? Dankeschön. Das ist hier eine Kakerlake. Was für ein Albtraum. Hilf mir. Hey, wieso hast du sie hochgeworfen? Die fällt doch direkt in meinen Mund. Nein, ich habe eine Kakerlake im Mund. Hilfe. Ist doch nicht meine Schuld. Das Ding ist auf meinem Kopf. Oh mein Gott. Jetzt reiß dich zusammen, Betty. Ich komme wohl zu spät mit meinem Rat. Wir wünschen uns gegenseitig viel Glück. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ja ein Goldbarren. Ich habe auch einen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was davon Schokolade ist. Wie auch immer, ich bin auch so richtig glücklich. Mal sehen, beißen wir mal ab. Okay, mein Goldbarren ist auch Schokolade. Das heißt, dass ich pures Gold habe. Wieso hast du das jetzt erst gesagt? Mir sind die Zähne ausgefallen. Aua. Andy, was ist denn mit dir los? Hallöchen, sprich mit mir. Ich habe keine Zähne mehr. Oh, armes Ding, du tust mir wirklich leid. Ah, ich habe eine Idee.
Wir besorgen dir gleich neue Zähne. Die werden besser sein als die alten. Steh auf. Was hast du denn vor, Betty? Du machst mir Angst. Bitte sag mir, dass das ein Traum ist. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Angst haben würde. Das ist zum Besten. Solange er schläft, werde ich das schon schaffen. Was hab ich denn im Mund? Unglaublich! Du hast es geschafft, Betty! Ich hab bloß Gold benutzt. Ha, was für ein helles Licht. Tut mir leid, ich werde nicht mehr so breit lächeln. Ich bin mir sicher, diesmal erwartet uns was Gutes, oder? Ein Kaktus? Das ist nicht das, was ich meinte. Ich hoffe, meiner ist auch Schokolade. Ich will mal anfangen. Ah, der piekst ja total. Er hat mich gestochen. Das hat doch auch seine guten Seiten. Das heißt, mein Kaktus ist aus Schokolade. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich ihn abbeißen soll. Ich könnte mit den Stacheln anfangen. Die lassen sich ganz einfach rausziehen und die sind sogar essbar. Voll cool. Die werde ich natürlich sofort aufessen. Als Vorspeise sozusagen. Diese Challenge bringt mich dazu, neue Facetten an mir zu entdecken. Ich will auch gerne so einen Stachel. Tut mir leid, ich habe alle aufgegessen. Und jetzt kommt der gute Zeitpunkt, meinen Schokokaktus zu probieren. Mann, der schmeckt richtig lecker. Großartig. Schau mal, die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Das ist der beste Kaktus, den ich je probiert habe. Ich bin fertig. Hättest mir auch was übrig lassen können. Schau mal, du hast voll den coolen Schnurrbart. Ah, das ist Schokolade. Und das ist genauso lustig wie die Tatsache, dass du jetzt den echten Kaktus essen wirst. Einen Moment mal. Ich muss hier jemanden einladen. Sag, könntest du mir mal kurz helfen? Dringend. Und meine Haare? Komm mal her. Schau dir das an. Kannst du bitte meinen Kaktus schneiden? Das ist keine leichte Aufgabe. Ich muss mir Gedanken über den Stil machen, aber ich kann's probieren. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Oh, gar nicht schlecht. Aber können wir die ganz entfernen? Du forderst mich heraus. Was sagst du dazu? Schon besser, aber noch nicht perfekt. So also? Ich halte das nicht aus. Das hier wird dich umhauen, oder? Mal sehen, mal sehen. Oh ja, so ist cool. Hier, bitte sehr. Du bist ein echtes Genie. Dankeschön. Aber doch nicht so sehr. Wie auch immer. Die Stacheln sind weg. Was soll ich jetzt machen? Aha, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach den Kaktus und presse Saft daraus. Das war gar nicht so einfach, aber ich habe es geschafft. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und probiere dieses Getränk. Gar nicht so schlecht, wobei ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Das ist voll ekelhaft. Ha, dein Plan ist echt gescheitert. Ja, Andy, da hast du recht. Oh nein, ich verwandle mich in einen Kaktus. Jetzt muss ich schnell handeln. Das lasse ich hier und ich verstecke mich dann. Mal sehen, was er sagt. Wo bist du, Betty? Oh nein, die hat sich ja wirklich in einen Kaktus verwandelt. Wie konnte das bloß möglich sein? Nein, Betty. Meine gute Freundin. Jetzt ist Zeit, dass ich wieder rauskomme. Ach, sei nicht so. Betty? Betty! Oh Mann! High five! Gute Arbeit! Das ist ja ein Puppet! Ich wollte mich gerade ein bisschen entspannen. Die Menge wird mir für mein ganzes Leben reichen. Oh mein Gott! Hey! Ich will Erster sein. Here we go! Hä? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ah, lecker. Das ist Fruchtgummi. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Wow.
Wasser! Cool! Mm. Und jetzt bin ich dran. Nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Aha. Probieren wir mal. Ich liebe Fruchtgummi. Ich habe noch ein paar Schichten. Oh. Diese Challenge gefällt mir. Ich krieg Angst, die könnte auch uns auffressen. Mm. Keine Sorge, ihr seid nicht so süß. Okay. Na, endlich bin ich an der Reihe. Riecht seltsam. Aua. Lacht ihr nur, das wird mir nicht die Laune verderben. Wow. Wow. Oh, wie cool. Wow. Ich könnte unendlich lang damit spielen. Aha. Ah. Wow. Das Ding hat Susie total entspannt. Hey, schläfst du? Okay. Okay. Viel zu wenig Pommes. Meine Portion gefällt mir gut. Schaut euch mal meinen Pommes-Turm an. Yes! What a... Oh nein, in diesem Raum befindet sich eine Bombe. Alright. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell alles aufessen. Monika, gib mir Wasser. Yes. Susie, worauf wartest du? Mach schneller. Oh, du schaffst das. Hey. Come on. Ich kann nicht mehr. Oh, Leute, no. Sorry. No. Ich hab euch lieb. Hm. Hä? Das war nur ein Scherz? Mann, oh Mann. Andy, das war doch bloß Cola. Das war gar nicht witzig. Gott sei Dank habe ich nur eine kleine Portion. Oh no! Das darf doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich hasse Brokkoli. Uh-oh! Vor allem so viel. Yes! Ich glaube, man kann Brokkoli aufpeppen. Mit Schokolade lässt sich alles retten. Na, sieht doch schon viel schöner aus. Guten Appetit. Wobei, ich muss sagen, der Brokkoli war hier fehl am Platz. Okay, jetzt aber guten Appetit. Oh mein Gott! What? Wow! Oh no! Bin ich jetzt dran? Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur ein bisschen Magie. Mein Zauberstab wird uns helfen. Tada! Ich bin fertig. Du hast alles ruiniert. No. Jetzt
muss ich diesen blöden Brokkoli essen. Ich schaff das mit links. Schaut her. What? What? Oh nein, Susie hat sich in Hulk verwandelt. Awesome. Oh, ein ganzer Haufen Gummibärchen-Lego. Ich habe nur ein Stück. Hey. Okay. Ich werde es als Erste probieren. What? Leute, mir geht's gut. Ich will nicht den gleichen Fehler begehen. What? Wow! Yes! Oh no! What? Wie sollen wir sie wieder zurückverwandeln? Oh, really? Ich habe eine Idee. No! Andy, du hast alles ruiniert. Yeah. Lasst uns was bauen. Oh. Jetzt müsste alles sicher sein. Was ist passiert? Also wirklich sicher war das nicht. Wendy, warte. Ich will anfangen. Maiskörner? Oh, no. What? Ah, wie witzig. Ich habe nicht vor, mir die Zähne zu brechen. What? Hast du jetzt davon? Vielleicht ist es einen Versuch wert. Oh, hattest dich besser nicht getan. Jetzt bin ich dran. Oh, Schokomais. Das war die Erwartung wert. Ich will sofort und gleich alles. Und nicht körnchenweise. Das ist nicht fair. Na warte, ich werde Gerechtigkeit wiederherstellen. In nur wenigen Sekunden. Pass mal auf. Ja! Mary, was hast du angerichtet? Ich habe uns Popcorn gemacht. Oh, das war ja voll cool. Ich wusste, was ich tue. Ich dachte schon, dass wir ganz ohne Essen bleiben. Oh, Schoko-Chili. Wie toll. Heißt das etwa, ich krieg eine richtige Chili? Mary, reiß dich zusammen. Ich weiß, was dir helfen kann. Dieses Eis wirst du gebrauchen, wenn du deine Schote probieren wirst. Ich habe aber trotzdem Angst. Oh nein, ich brauche Eis. Go. Oh, das hat tatsächlich geholfen. Vielen Dank. Freut mich. Aber deine Schminke ist ein bisschen verwischt. Naja, das Wichtigste, dass ich jetzt meine Schokolade probiere. Ich kann gar nicht zusehen.
Oh, das war lecker. Vielleicht gefällt dir auch meine Chili. Wendy, das hättest du ja ganz vergessen. Genau, vielen Dank. Wie konnte ich dich nur übersehen? Ah, das brennt. Hier hast du Wasser. Gut, dass wir welches dabei hatten. Eine Schoko-Uhr? Sowas hast du noch nie gesehen. Ja, die sieht cool aus. Aber meine schmeckt gar nicht. Ja, weil sie aus Plastik ist. Ich hingegen habe Schokolade. Geizhals. Wenn es um was Süßes geht, ist Freundschaft schnell vergessen. Schau mal, so viel Schokolade. Das macht mich ganz verrückt. Menno, ich will aber auch was. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Es hat geklappt. Kann ja nicht wahr sein. Oh, man. Danke, Mary. Gib mir bitte ein Stück. Ich hab doch gesagt nein. Mein Herz wird gleich stehen bleiben. Und mir platzt gleich der Magen. Ich bin so voll. Gib mir deine Uhr. Voll gar nicht. Gib das her. Wendy, was hast du angerichtet? Oh, wir sind alt geworden. Hurra, wir konnten alles wieder zurückspulen. Dieser Kaktus gefällt mir so gar nicht. Meiner ist ganz okay. Ich habe mal wieder Pech gehabt. Ich versuche das wieder gut zu machen. Zeit, ein bisschen die Spitzen zu kürzen. Gute Idee. Und jetzt probieren wir mal. Oh, wie bitter. Ups, der Schnitt hat wohl nicht geholfen. Ich muss dringend was trinken. Sorry, ich habe keine Zeit, nach Wasser zu suchen. Ich habe was Besseres zu tun. Eine Gießkanne. Da muss sicher Wasser drin sein. Aber das habe ich gebraucht, um meinen Kaktus großzuziehen. Okay, ich nehme mir eine größere Gießkanne. Sie ist weg. Schon wieder du. Okay. Na gut, ich habe noch eine dritte Variante. Passt mir gut. Oh nein, die gebe ich dir sicher nicht. Wow, was passiert hier? Ich hab's geschafft, einen Schokokaktus großzuziehen. Der ist voll lecker. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Okay, bitte sehr. Well, thank you very much. Ein riesiger, saftiger Burger. Ist das nicht ein Traum? Mein Schokoburger finde ich viel cooler. Hallo. Jetzt lass uns nicht streiten, sondern besser unsere Portionen probieren. So viel Belag. Gefällt mir total. Hey, lass mir doch was übrig. Oh, no. Wieso musst du mich ständig ablenken? Sorry, mache ich nie wieder.
Hoffentlich kommst auch du mir nicht dazwischen. Ich bereite was ganz Besonderes vor. Einen süßen Burger. Ein Meisterwerk. Ich muss ihn probieren. Ups, Mary, dein Hut ist weggeflogen. Ich sehe ihn nicht. Mein Burger ist auch verschwunden. Wendy, du steckst schon wieder dahinter. Diesmal fange aber ich an. Ein Frosch. Aber Gott sei Dank ist der nicht echt. Der ist aus Schokolade. Das heißt also, dass ich einen echten Frosch unterm Deckel habe? Oh, ist der eklig? Tut mir leid, aber den wirst du lecken müssen. Er sitzt auf mir. Hilfe! Das ist nichts für schwache Nerven. Oh, das ist ein Prinz. Du hast den Zauber gebrochen. Von nun an werden wir zusammen sein. Wendy, was willst du mit diesem ekligen Typen anfangen? Ich weiß, was dir helfen kann. Ich brauche eine fette Fliege. Futter? Ich muss es fangen. Es hat funktioniert. Was für ein riesiges Ei. Sieht nicht schlecht aus. Muss auch Schokolade sein. Mal schauen, was drin ist. Ein kleiner süßer Drachen. Ist ja voll sympathisch. Aber die Schokolade gefällt mir viel mehr. Oh, sorry, das gehört mir. Okay. Macht nichts, ich gönn mir was Besonderes. Ist das etwa ein rohes Ei? Wie konnte mir das nur passieren? Mein Drachen und ich, wir könnten dir helfen. Danke, das war voll nett von euch. Ich muss das dringend probieren. Lecker. Ich hoffe, uns erwartet was Leckeres. Lasst es uns herausfinden. Oh nein, ich hasse solchen Stinkekäse. Ich habe dasselbe. Hey, you! Was für ein Fail. Mein Käse stinkt aber nicht. Meiner aber schon. Meine Güte. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mir geht's besser. Und ich? Wie soll ich bitte schön atmen? Vergiss es, das ist meine Klammer. So kann ich meine Schokolade bestens genießen. Ich bin mir sicher, die muss genauso gut schmecken, wie sie riecht. Herrlich. Hey, you! Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Bitte? Na, gerne doch. Doch nicht. Ausgetrickst. Mann, das ist so gemein. Gar nicht. Das war nur ein klassischer Prank. Cool, nicht wahr? Betty, jetzt bist du dran. Na los, mach schon. Oh nein, ich sterbe doch von dem Geruch. Okay, ich muss bloß die Luft anhalten. Es hilft nicht. Jetzt stinkt mein Mund. Wie schlimm ist das denn? Nein, du musst aber weiter essen. Guten Appetit. Ich kann aber wirklich nicht. Vielleicht kann mir etwas Erdbeersirup helfen. Ich probiere mal. Oh no! Das ist nicht fair. Das macht die Aufgabe doch viel zu einfach.
Riecht wirklich nicht mehr so stark. Vielleicht schmeckt es auch besser? Nein, gar nicht. Das hast du verdient. Ich habe die Nase voll von dir. Hey, was treibst du? Ich räche mich. Na, wenigstens was Leckeres. Hoffentlich. Lasst uns herausfinden. Oh mein Gott, das sind Augen! Warte, die sind so groß, die können doch gar nicht echt sein. Eindeutig. Die schmecken auch noch gut. Genau. Mein Auge ist aus Schokolade. Und mega groß. Jess, schau mal. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will es essen. Oh, wie lecker. So viel Schokolade. Klasse. Ich will auch was probieren. Nein, das gehört mir. Aber ich will doch bloß probieren. Na gut, ich habe mein eigenes. Lecker. Aber ich will Schokolade. Wie könnte ich das schaffen? Ach so. Oh Mann, ich falle. So einfach war das. Jetzt kann ich mich an die Schokolade machen. Lecker. Hallöchen. Oh je. Das hättest du lieber nicht getan, Schätzchen. Ich will nicht mehr. Mit mir legst du dich besser nicht an. Das ist mein Auge. Was ist es? Halt, ich will Erste sein. Ein Schuh? Was soll ich damit anfangen? Ich habe selber Schuhe. Vielleicht ist er essbar? Nein, der schmeckt gar nicht. Eklig. Tja, was soll ich da sagen? Bla bla bla. Vielleicht hast du was Schlimmeres. Na, gar nicht. Mein Schuh ist schöner und schmeckt besser. Ich hätte auch gerne so einen. Lecker. Und ein schönes Muster aus Skittles. Hat er auch noch. Gibst du deiner besten Freundin was ab? Nein, lass mich. Ich will doch nur was abbeißen. Ich habe gesagt, geh weg. Ich will doch nur den Absatz. Nein, ich habe gesagt, nein. Geizhals. Bitte. Nein heißt nein. Dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. So, jetzt hast du nichts mehr. Wieso tust du das? Oh, auf meinem Schuh ist auch etwas Schokolade geblieben. Schmeckt gut. Mir ist nichts übrig geblieben. Na, vielen Dank. Trommelgewirbel und los geht's. Ein Ball? Ich kann noch nicht einmal Fußball spielen. Ich habe auch einen Ball und der sieht viel interessanter aus. Hm, er ist weich. Wie lecker. Der ist aus Schokolade. Ich will auch so einen. Mit dem kann man sowohl spielen, als ihn auch essen. Ups, ich glaube, ich habe ihn zu hoch geworfen. Er ist zerbrochen. Das heißt, ich kann mir was nehmen? Nein, das kannst du nicht. Er gehört immer noch mir. Schmeckt so gut. Davon kann ich leider nichts abgeben. Was soll ich machen? Ball spielen? Hm, das bringt mich auf eine Idee. Das war nicht stark genug. Nochmal. Was soll das? Die bemerkt ja gar nichts. Ich hab's. Ich muss nur genug Schwung nehmen. Und das war's. Na endlich. Jetzt gehört die Schokolade mir. Schmeckt tatsächlich. Was war das? Ah, cool, Schokolade. Die gehört mir. Ab unter den Tisch. Ich frag mich, wie es weitergeht.
das ist ein Kätzchen. Wow. Schau, wie süß es ist. Goldig und riecht süß, wie so Schokolade. Wenn deiner Schokolade ist, was hab ich dann wohl? Oh, wie süß, ein echtes Kätzchen. Ist ja niedlich. Darf ich mal? Nein, Finger weg, es gehört mir. Wie auch immer, ich habe meine Schokokatze. Ich habe was Feines für meine Mieze. Katzen lieben Milch. Oh, sie trinkt bereits. Cool. Ach ja, ich mag Milch auch. Und ich könnte etwas für meine Schokolade gebrauchen. Schau, meine Schokomieze trinkt auch Milch. Cool, wie eine echte Katze. Schon, aber es steckt ein anderer Sinn dahinter. So schmeckt sie gleich viel besser. Sieht appetitlich aus. Ich würde auch gern was probieren. Genau, weil das sehr gut schmeckt. Ah, ich könnte es auch als Becher benutzen. Mann, voll cool. Ich habe in dieser Runde nichts zum Naschen. Aber ich kann was anderes machen. So, jetzt habe ich eine königliche Mieze. Klasse. Ich glaube, die dreht durch. Kuckuck. Cool. Ich habe hier eine ganz einfache Challenge für euch. Gibt's vielleicht was Schwierigeres? Ah, das schaffe ich mit links. Oma, hör auf zu schlafen. Die Challenge hat bereits angefangen. Komm schon, wir müssen ein Rührei zubereiten. Oh, danke schön, mein Enkelchen. Nun, die Zeit läuft. Mary, ich brauche auch mal das Öl. Ja, natürlich. Man kann ja schließlich kein Spiegelei ohne Öl machen. Hä? Wieso klappt das nicht? Was für eine blöde Flasche! Okay, man kann nie zu viel Öl haben. Und jetzt müssen wir das Ei aufschlagen. Ganz einfach. Okay, einverstanden. Was könnte schwieriger sein? Kia! Kia! Ups. Ist ganz in Ordnung. Du hast es fast geschafft. Ach, diese Loser. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Das Kochen liegt in meinem Blut. Außerdem ist Spiegelei so richtig einfach. Ich will was Schwierigeres machen. Zuerst muss ich das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt muss ich das Eiweiß schön aufschlagen, bis es schaumig wird. Und schon kriegen wir Eiweißschaum. Was tut sie denn da? Keine Ahnung. Was für ein gutes Ergebnis. Jetzt muss ich auch noch das Eigelb aufschlagen. Und schaut mal her. Was für ein komisches Spiegelei. Wieso hat die getrennt? So kann man aus Spiegelei etwas Anspruchsvolleres machen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Fantastisch, oder? Oh ja, natürlich. Ich habe ja fast Salz und Pfeffer vergessen. Ted, was machst du denn? Ah, wie heiß! Wie soll ich das Ding umdrehen? Das Ding will mich umbringen. Vielleicht ist der Herd einfach zu heiß. Du glühst ja förmlich. Nein, tue ich gar nicht. Genauso wollte ich es auch haben.
Außerdem kann ich noch ein bisschen Schlagsahne drüber geben, um die Sache aufzupeppen. Na, sieht doch toll aus, oder? Hier, ich habe auch was Schönes gemacht. Oh, wow. Das sieht ja richtig schön aus. Das will ich anfassen. Finger weg, das ist eine Delikatesse. Kate, jetzt musst du was aussuchen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wieso ist dieses Ei schwarz? Ich kann das nicht mal richtig schneiden. Ah, das Spiegelei in der Mitte sieht aber richtig lecker und appetitlich aus. Muss ich sofort probieren. Lecker, genau das, was ich wollte. Hä, was ist das denn für ein Gericht? Sieht seltsam aus. Aber ich probier's mal. Schmeckt ziemlich gut. Aber ich bevorzuge das gewöhnliche und trotzdem leckere Spiegelei von meiner Oma. Ich liebe dich. Oh, die Oma hat gewonnen. Die Oma hat gewonnen. In dieser Runde sollt ihr mir einen leckeren Burger machen. Ach, schon wieder viel zu einfach. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich liebe Burger. Solange ich die selber essen muss. Ihr könnt anfangen. Ich muss mich auf den Sieg vorbereiten. Ah, das ist meine Tomate. Die kannst du mir nicht wegnehmen. Außerdem brauche ich eine Zwiebel und eine Gurke. Und diese Boulette hier, die brauche ich nicht. Die ist voll ungesund. Oh, nicht ungesünder als du. Die Hauptsache ist, dass man mit Liebe kocht. Dann wird das Gericht nicht nur gesund, sondern auch noch lecker. Die Tomate und die Gurke und ein bisschen von der Zwiebel und natürlich ein Salatblatt. Das ist gesunde Ernährung. Nicht so wie euer Mist hier. Nicht mal eine Ziege auf der Weide würde so viel Salat essen. Ein Burger ist unmöglich ohne Boulette. Das ist doch das Allerwichtigste. Aber außerdem sollte man noch an Käse und an die Soße denken. Wunderschön. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Blöde Zwiebeln. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, sie in den Burger zu stecken? Na, wer braucht das schon? Ich will keinen Burger machen. Reg dich nicht auf. Hier hast du einen Schokoriegel. Ein Schokoriegel? Genau. Das ist eine großartige Idee. Warum mache ich nicht einfach einen Schokoburger? Yeah, das wird der beste Burger überhaupt. Und da kommt noch mehr Schokolade rein. Ich bin mir sicher, Kate wird das gefallen. Einen besseren Burger habt ihr sicher nie gesehen. Schokosirup nicht vergessen. So sieht er noch appetitlich aus. Oh wow, ich habe wirklich noch nie einen Schokoladenburger gesehen. Der muss sicher köstlich sein. Ich bin absolut begeistert. Mal sehen, was wir hier haben. Moment, wo ist die Boulette? Bin ich etwa eine Ziege? Schmeckt viel zu gesund. Dieser Burger gefällt mir gar nicht. Es bleibt nur noch der dritte Kandidat übrig. Dieser Burger sieht richtig cool aus. Oh, wie lecker. Genau das Richtige für ein herzhaftes Mittagessen. Aber für welchen Burger soll ich mich entscheiden? Süß oder deftig? Die süße Variante gefällt mir mehr. Die ist origineller. Ja, ich habe gewonnen.
Was sollen wir diesmal kochen? Ich will Pfannkuchen. Ich habe die schon länger nicht mehr gegessen. Oh, das werde ich machen. Du hast keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie man die zubereitet. Was soll ich tun? Also, los geht's. Meine einzige Chance ist, einen Blick drauf zu werfen, was die anderen machen. Offenbar fangen wir mit der Milch an. Jetzt wird's Zeit für die Eier. Und hier fehlt noch etwas Mehl. Und alles schön verrühren. Das sag ich für den Fall, dass ihr alles vergessen habt. Schätzchen, ich bin Großmutter. Ich vergesse sowas nicht. Und ich brauche diese elektrischen Klapperschlangen nicht. Und was soll ich tun? Ich werde wohl eine Gabel nehmen müssen. Na gut, besser als gar nichts. Dieser Brei sieht ganz schön ekelhaft aus. Dad, schau zu und lerne. Großmutters Pfannkuchen sind die leckersten. Wunderschön. Das muss sicher lecker sein. Ach, genau so muss ein Pfannkuchen aussehen. Was machst du denn? Ich will, dass meine Pfannkuchen auch noch cool aussehen. Wenn die schön bunt sind, hinterlassen sie einen viel besseren Eindruck. Ich muss dich leider enttäuschen, Oma. Du hast bereits verloren. Und wenn die Pfannkuchen auch noch ungewöhnlich geformt sind, dann werde ich sicher gewinnen. Was soll ich tun? Ich mache ein Porträt von Kate. Wird ihr sicher gefallen. Und was soll ich tun? Ich habe noch nichts gemacht. Ich werde einfach versuchen, den Teig in die Pfanne zu geben. Kate, schau mal, die sind wunderschön, oder? Du solltest besser Omas Pfannkuchen probieren. Oh nein, hier brennt doch was. Das ist mein Pfannkuchen. Oh nee. Was für ein Gestank. Ja, ich bin auch fertig. Diese Pfannkuchen sehen alle toll aus. Aber zuerst möchte ich den hier ausprobieren. Ich glaube, das Mädchen sieht mir sehr ähnlich. Ich habe noch nie mein eigenes Porträt auf einem Pfannkuchen gesehen. Und schmeckt einfach super. Ich liebe es. Dieser verbrannte Klumpen sieht ja gar nicht appetitlich aus. Den will ich nicht mal probieren. Aber ich muss noch unbedingt die Pfannkuchen auf dem dritten Teller probieren. Oh, wie lecker. Das sind definitiv die leckersten Pfannkuchen von allen. Oma, du hast gewonnen. Super. Oh ja, ich wusste es. Enkelin, das hast du gut gemacht. Ich zeig's dir noch. Sieh sein, du hast... Was will ich essen? Wie wär's denn mit Waffeln? Leckere hausgemachte Waffeln mit Sahne und Erdbeeren. Waffeln? Oma Betty ist bereit. Einfache selbstgemachte Waffeln? Kein Problem. Lecker Schmecker. Das ist doch eine Koch-Challenge, oder? Ach, typisch Kinder. Ich muss meine kleine Emma füttern. Sie möchte Waffeln. Die Oma wird ihr Waffeln geben. Zuerst muss ich den Teig machen. Mit einer Menge Mehl, ein paar Eiern und Butter und Zucker und frischester Milch. Jetzt verwende ich Schneebesen. Damit werde ich alles verrühren. Der Teig muss gut durchgerührt werden. Ach, dein Teig ist doch viel zu dick. Mein Teig hat die perfekte Konsistenz. Er kann leicht in Schüssel gegossen werden. Hier kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe mit rein. Und jetzt knete ich den Teig. Meine Waffeln sollen nämlich schön bunt sein. Ah, wir werden ja noch sehen, wer die besten Waffeln haben wird. Oh, die haben ja schon den Teig gemacht.
Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach Mehl direkt in die Nutella. Und natürlich ein bisschen Milch. Schön umrühren. Voila, mein Teig ist fertig. Jetzt kommt er einfach aufs Waffeleisen. Und wir machen eine Schokowaffel. Jetzt heißt es abwarten. Oh wow, was machen denn die anderen? Sieht ja toll aus. Ich mache eine wunderschöne Regenbogenwaffel. Dafür muss ich Schicht für Schicht den Teig reingeben. Na also, wunderschön und lecker. Das Wichtigste ist natürlich, wie man sein Gericht serviert. Deshalb stecke ich meine Waffeln auf einen Spieß, tauche sie in heiße Schokolade und dann noch in bunte Streusel. Voila, fertig sind die Waffeln. Na, meine Waffeln sehen vielleicht ein bisschen einfacher aus, aber dafür sind sie mit meinem Herzblut gebacken. Hier kommt noch etwas Puderzucker drüber und natürlich Schokosoße und Ahornsirup nicht vergessen. Und obendrauf noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ach, meine sind trotzdem besser. Ah, womit soll ich denn meine Waffel verzieren? Aha, ja, genau, mit Skittles. Warum nicht? So sieht sie auch schön bunt aus. Fertig sind wir. Das kannst du jetzt probieren. Womit soll ich anfangen? Ich probiere mal diese Waffel hier. Die sieht richtig appetitlich aus. Mit Erdbeeren, genauso wollte ich sie haben. Oh, richtig gut. Zergeht nur so auf der Zunge. Was probiere ich diesmal? Oh, diese wunderschönen, kunterbunten Herzen. Solche Waffeln habe ich ja noch nie gesehen. Ich probiere gleich zwei. Mega lecker. Einfach ungewöhnlich. Diese Waffel sieht auch ganz schön ungewöhnlich aus. Aber so einfach ist es nicht, die abzubeißen. Was soll ich auswählen? Das ist ganz schön schwer. Lecker Schmecker. Na, haben dir meine Waffeln gefallen? Mir hat alles gefallen. Ups, Hilfe. Ich glaube, die hat zu viel gegessen. Tja, sowas kann bei einer Koch-Challenge nun mal passieren. Und diesmal wünsche ich mir Kakao mit Marshmallows. Hey, wacht auf. Kakao? Ja, Schwesterherz, das machen wir. Kakao? Keine große Sache. Ich mag Kakao. Hey, Oma, wach auf. Ich werde alle füttern. Guten Morgen, Oma. Steh auf. Oh, was? Meine Enkelin will Kakao? Oh, das werde ich machen. Trinkt Milch, meine kleinen Kinder. Jetzt brauchen wir ein bisschen Nutella. Richtig gut. Schön viel einfach in die Milch reinlegen. Und jetzt gut umrühren. Oh, die Milch wird langsam heiß. Könnt ihr das riechen? Ah, riecht gut. Ich nehme mir Milch. Aber irgendwie kann ich sie nicht öffnen. Na los! Oh nein, jetzt bin ich total nass. Aber Hauptsache, ich habe die Milch geöffnet. Die kommt jetzt in den Kochtopf. Und da kommen ein paar richtig tolle, leckere Schokoriegel rein. Hey, du passt ja gar nicht mehr rein. Wobei, ich muss einfach mal gut draufhauen. Susi, was? Ach, wie auch immer. Ich werde ein richtiges Gourmet-Dessert machen. Eine Schokoladenbombe. Ja, die Soße ist perfekt. Die kommt in diese Halbkügelchen rein. Jetzt schön verteilen mit einem Löffel. Und abkühlen lassen. Nach einer Weile haben wir unsere Halbkugeln. Da kommt jetzt die Füllung rein. Und dann können wir die Halbkugeln verbinden. Einen Löffel Kakao in jede Halbkugel.
ich jetzt noch ein paar Marshmallows rein. Jetzt kommt noch die zweite Hälfte drauf und fertig sind unsere Schokobomben. Die übergieße ich jetzt noch mit Schokosauce und bestreue sie mit Kokosnuss. Wunderschön. Diese Bomben werden mit einem Glas heißer Milch serviert. Na, was um alles in der Welt hast du denn zubereitet? Mein Kakao ist mindestens genauso gut. So, das kommt jetzt in die Tasse. Und natürlich die Marshmallows nicht vergessen. Riecht wunderbar. Und ein paar Oreo-Kekse dürfen nicht fehlen. Schließlich mag meine Enkelin Oreos. Hilfe! Hier ist was schiefgegangen. Ist okay. Das ist mein Kakao. Mein originelles Rezept. Ach du meine Güte, Susy. Wir werden ja fast alle verbrannt. Es wird Zeit für heiße Schokolade. Was ist das denn? Oh, das ist doch sicher verbrannt, oder? Muss ich das probieren? Oh, nee, schmeckt ja gar nicht. Das muss ich wegschmeißen. Und was könnte ich jetzt probieren? Oh, meine Lieblings-Oreos. Meine Oma weiß natürlich, wie sehr ich Oreos mit heißer Schokolade mag. Vor allem, wenn man dann die Kekse in die heiße Schokolade tunkt. Richtig schön weich. Und das Getränk ist auch wunderbar. Oma, ich liebe dich. Hä? Was für seltsame Schokokugeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Ich lege sie einfach mal hier rein und gieße die Milch ein. Oh, wow. Die Schokolade schmilzt ja. Und da waren Kakao und Marshmallows drin. Das ist ja richtig gut. Hat mir echt gut gefallen. Voll die tolle Idee. Ja, ich habe gewonnen. Habe ich's doch gewusst. Aber das war klar. Angeberin. Ach, meine kleine Enkelin. Jetzt wünsche ich mir Pommes wie von McDonald's. Ha, ich weiß, wie man die macht. Ach, das ist doch gar nicht schwer. Was? Das ist ein sehr ungesundes Gericht. Ich weiß, was besser ist. Karotten. Ich werde Karottenstäbchen für meine Enkelin zubereiten. Dafür schneide ich die Karotten in kleine Streifen. Oh, die sind richtig schön gesund. Susy, willst du ein Stück? Nee, Oma, vielen Dank. Na, wie du meinst. Da sind ganz schön viele Vitamine drin. Oh, irgendwie sehen diese Kartoffeln nicht wie Kartoffeln aus. Na, wie auch immer. Ich schneide einfach die Schale ab. Jetzt nehme ich so ein Ding, das mir helfen wird, Pommes auszuschneiden. So. Yeah, meine Pommes sehen schon mal perfekt aus. Und jetzt muss ich sie braten. Da werde ich ganz schön viel Öl gebrauchen. Das Öl kommt in den Kochtopf. Und schön heiß machen. Oh nein, das Öl brennt. Jetzt spritzt es auch noch. Oh, was schreibst du denn? Oh, das ist doch gar nicht so heiß. Aber wieso ist die denn total in Panik? Oma, wie machst du das? Susy, dreh einfach den Herd nicht so sehr auf. Ich werde meine Pommes auf eine ganz besondere Weise machen. Selbst so einfache Gerichte wie Pommes kann man auf besondere Weise zubereiten. Perfekt. Jetzt muss ich das alles aufspießen. Wunderschön. Ich habe Angst. Da lege ich jetzt die Kartoffeln rein. Oh, Oma, rette mich.
Ilse, jetzt mach dir doch keine Sorgen. Das sind doch nur Kartoffeln. Lust auf eine Mohrrübe? Nein, danke. Na gut, dann kann ich die auch selber aufessen. War's das schon? Ich hoffe ja. Yeah, richtig gute Pommes. Die lege ich jetzt in das Päckchen hier und gebe Ketchup dazu. Emma wird das gefallen. Ach, Kinder. Diese Karottenstäbchen sind viel gesünder. Ich glaube, das Öl ist heiß. Jetzt können wir die Kartoffeln braten. Und die werde ich jetzt mit exquisiter französischer Trüffelsoße servieren. Womit soll ich anfangen? Was für ungewöhnliche Kartoffeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Da gebe ich ein bisschen Soße hinzu. Sieht köstlich aus. Oh, richtig schön knusprig und saftig. Richtig gut. Ich mag diese Kartoffeln. Und was ist das? Was für eine seltsame orangene Farbe. Sieht aus wie Pommes. Ist es aber nicht. Das sind ja Karotten. Ich hasse Karotten. Das werde ich nicht essen. Oh, wow. Hat mir da jemand Pommes aus McDonald's mitgebracht? Pommes mit Ketchup. Die perfekte Kombination. Schön umrühren. Und jetzt probieren. Die schmecken ja gut. Genau das habe ich mir gewünscht. Deshalb gewinnt diese Variante. Yeah, meine Pommes haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft. Habe ich doch gewusst.